Hey, wir sind Felix plus Safira und wir machen eine Rundreise durch Costa Rica mit dem Mietwagen. Und wir starten an der Westküste auf der Nicoya-Halbinsel. Viel Spaß mit unserem Video! Hallo. Hallo! Viele Grüße aus unserem Privatpool. Wow. Das ist nämlich unsere coole Unterkunft. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so im Dunkeln so gut sieht. Genau. Aber ja, wir entspannen hier noch ein bisschen im Pool, weil der Tag heute war ein bisschen anstrengend. Wir sind ja losgeflogen von Santiago de Chile über Panama City bis jetzt hier nach San José. Genau. Und wir sind die ganze Nacht geflogen, deswegen sind wir ein bisschen geschlaucht. Wir sind Richtung Punta Arenas gefahren, sind hier quasi südlich von Punta Arenas in einem Airbnb. Und hier ist es sehr schön. Ja. Ich möchte ins Bett, es ist 7:30. Es ist spät genug. Safira möchte ins Bett. Die Kamera geht jetzt nochmal auf Tauchgang. Achtung. Wir wollen jetzt noch schnell zu dem Strand Playa Tivibes. Das ist ungefähr so 10 Minuten mit dem Auto von hier entfernt. Wir sind jetzt am Strand von Tivibes und der Strand ist auch cool und die Wellen sind auch mega nice hier und es ist einfach nur warm und das Wasser ist warm, es ist richtig schön. Aber was hier ein bisschen stört oder beziehungsweise was echt erschreckend ist, ist hier so die Umweltverschmutzung beziehungsweise der ganze Plastikmüll, der hier am Strand rumliegt. Wir stehen jetzt hier in Punta Arenas an der Fähre. Da hinter uns steht die Arteschlange. Und wir fahren jetzt gleich rüber auf die Nicosia-Halbinsel. Dauert jetzt noch eine Stunde, aber ging relativ easy. Hier konnte man direkt am Terminal ein Ticket kaufen. Felix hat in der Zwischenzeit jetzt noch eine SIM-Karte besorgt und versucht, die gerade freizuschalten. Und wir endlich auch mal wieder Internet haben, weil wir hatten jetzt die letzten Wochen eigentlich immer nur... Aua. Wir haben eine neue SIM-Karte. Hat's geklappt? Ja, bestimmt. Nice. Lustiger Zwischenfall. Maps.me will uns jetzt hier irgendwie durch so einen kleinen Flusslauf durchschicken. Und wir haben uns schon die ganze Zeit gewundert, warum die Straße nicht mehr so gut ist. Aber, oh, hier laufen Ameisen. Und die transportieren was. Das ist ja cool. Okay, also Maps.me wollte uns sage und schreibe durch dieses Gewässer schicken. Und ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wo die Straße weitergehen soll. Weit und breit nicht zu sehen. Cool. Naja, aber ist schön hier auf jeden Fall. Wir nehmen den Umweg gerne in Kauf.
Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind jetzt hier in Montezuma. Heute ist Freitag übrigens. Genau. Und wir sind gestern nach Sonnenuntergang erst hier angekommen und der Weg hier war so ein bisschen huckelig. Deswegen haben wir gestern dann nichts mehr gefilmt. Aber heute... Und es war auch dunkel, also man hätte auch nicht viel gesehen. Genau. Und unsere Unterkunft ist wieder sehr cool. Wir haben so ein kleines Airbnb, wie so eine ausgebaute Garage oder so. War es total schön und wir hatten drei Eidechsen. Und eine Kakerlake. Die Eidechsen haben wir gejagt. Die Eidechsen haben den Felix sehr schockiert. Die eine ist auch immer noch drin, weil die versteckt sich unterm Sofa und wir kommen nicht ran. Aber eigentlich sind die ja harmlos, habe ich gehört. Deswegen ist das nicht so schlimm, aber die Kakerlake, das war nicht so nett. Ja. Und wir haben dann mal geholt, was es hier so für Tiere gibt. Und dann erst ist uns aufgefallen, dass hier in Costa Rica auch richtig viele gefährliche Tiere leben. So Skorpione und Schlangen und giftige Frösche. Ja gut, wir gehen jetzt mal wandern darauf hin. Genau, wir laufen jetzt zu so einem Wasserfall, genau, der hier in Montezuma ist. Also da gibt es wohl zwei Wege hierzu und wir versuchen jetzt mal einen Weg zu finden. Schauen wir mal. Und genau, dann gehen wir heute Nachmittag, wollen wir noch zum Strand gehen und noch was essen und einen Kaffee trinken. Und ja, lass uns heute ein bisschen gut gehen. So, wir haben den Zugang zum Wasserfall gefunden. Hat ein bisschen gedauert? Ja, war ein bisschen schwierig. Wir sind erst dran vorbeigelaufen und ein bisschen zu weit den Berg hoch, aber jetzt haben wir es gefunden. Jetzt geht's los. Ja, wir haben jetzt eben an dem Eingang so einen kleinen Eintritt bezahlt, irgendwie 2500 Colones. Oh, hier macht gerade jemand Ziplining. Kurz erschreckt. Genau, also gar nicht so wenig, irgendwie 8 Euro oder so sind das, glaube ich. Aber dafür wird die Besucherzahl gezählt und streng kontrolliert, sodass hier auch nicht zu viele Leute drin sind. Das ist schon mal ganz cool. Und man dann auch in den Wasserfällen baden, also unter den Wasserfällen baden kann. Da freuen wir uns gleich schon mega drauf. So, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Wir waren ein bisschen baden unter den Wasserfällen. Das war mega cool. Und der Rückweg, der hält jetzt so ein paar Überraschungen für uns bereit. Eben mussten wir an so einer kleinen Steinwand so ein bisschen entlang klettern. Und mit nassen Schuhen ist das auch gar nicht so einfach. Und ich zeige euch mal den Weg. So, nasse Schuhe deswegen, weil wir eben einmal durch den Fluss einfach durch mussten mit Schuhen. So, wir haben es jetzt geschafft, wir sind raus aus dem Park. Das war unser kleines Abenteuer zu den Montezuma-Wasserfällen und leider regnet es jetzt hier ein bisschen, aber dafür sehen wir den Pazifik und wir holen uns erst was zu essen und dann versuchen wir uns nochmal irgendwie an den Strand zu legen, wenn es dann nicht regnet. Es ist so schön hier.
Vormittag noch am Strand verbracht. Uns wurde nämlich gesagt, dass man hier noch Schildkröten schlüpfen sehen kann. Haben wir jetzt ganz lange gewartet, aber haben es leider nicht gesehen. Aber macht nichts, weil wir sehen bestimmt hier noch Schildkröten. Und jetzt wird es hier langsam dunkel, deswegen machen wir uns langsam auf den Rückweg. Ja, das war ein schöner Tag in Montezuma. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir verlassen jetzt heute hier unsere Unterkunft in Montezuma, genau, und fahren dann noch kurz zum Markt und wollen noch ganz kurz an den Strand. Und dann geht es schon weiter nach Santa Teresa, das ist hier auch an der Westküste. Das sind nur ungefähr 30 Minuten, glaube ich, zu fahren mit dem Auto. Hallo! Hi! Wir sind jetzt in Santa Teresa angekommen. Wir sind heute Morgen in Montezuma noch ein bisschen am Strand gewesen. Da war noch ein kleiner Markt, da waren wir noch. Genau. Und dann sind wir nach Santa Teresa gefahren. Und ja, hier ist es schön. Wir sind in einem richtig coolen Hostel. Das zeigen wir euch jetzt mal. Also nur so den Rundumblick, weil es ist schon echt richtig cool zwischen Palmen und so. So sieht das aus. Okay, man sieht eigentlich nur die Dächer. Und die Palmen, aber es ist wirklich ein schönes Hostel und wir haben uns hier jetzt mal eingemietet in so einen 6er Schlafsaal. Den wir im Moment für uns alleine haben. Genau, den haben wir für uns alleine und wir zahlen auch nur 11 Euro pro Person, ne? Pro Nacht. Genau. Also. Und Steuern, also irgendwie 25 Euro, voll gut. Ja. Und wir sind hier aber auch nur eine Nacht, weil dann fahren wir in den Norden von der Nicoya-Halbinsel, wo wir jetzt gerade noch sind, weil wir dann langsam mal ein bisschen weiter wollen. Also hier ist es zwar ganz schön, aber wir wollen ja noch ein bisschen mehr vom Land sehen. Genau, also eine Nacht hier nach Santa Teresa und dann geht's nach Coco, heißt es. Coco Beach. Coco Beach, yes. Apropos Beach, wir gehen jetzt nämlich auch zum Strand. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen! Schöne Grüße hier aus unserem Hostelzimmer, aus unserem schönen Zweibettzimmer. Wir hatten nämlich diesen 6er Dorm für uns alleine heute Nacht. Voll gut. Wir verlassen heute Morgen hier den Ort Santa Teresa und fahren mit dem Auto nach Coco. Das ist so weiter im Norden der Nicoya-Halbinsel und ja, da freuen wir uns auch schon drauf. Jetzt wird hier erstmal die Familie angerufen. Mal gucken, ob sie dran gehen. Hallo Mama. Back on the road. Yeah, wir sind wieder im Auto. Wir fahren jetzt in den Norden der Nicoya-Halbinsel zum Coco Beach. Haben wir das schon erzählt? Haben wir schon erzählt. Egal, wir sind auf jeden Fall wieder auf der Straße. Und wir sind froh, dass wir drinnen sitzen und heute keinen Ausflug geplant haben, weil es regnet nämlich die ganze Zeit und die Straßen sind ziemlich, also matschig. Ja, matschig. Hallo. Hallo. Wir sind jetzt in Coco Beach angekommen. War ungefähr eine 4-stündige Fahrt. Hat sich ein bisschen gezogen, aber jetzt sind wir da und unser Airbnb ist total süß.
Das ist ein älteres Ehepaar und die sind richtig lieb, das ist voll cool. Die sind so richtig so Mikasa ist Hukasa. Richtig, richtig cool und fühlen uns da sehr wohl. Und es hat den ganzen Tag geschüttet wie aus Eimern. Und jetzt ist es gerade mal ein bisschen trocken. Und deswegen gehen wir jetzt schnell zum Strand. morgen schauen wir uns dann hier noch ein bisschen um. Hier sind nämlich noch mehr schöne Strände und da gucken wir dann auch mal vorbei. Aber heute machen wir das, glaube ich, nicht mehr. Jetzt erstmal hier in den Cocoa Beach. Genau, und heute saßen wir auch eh genug im Auto, also machen wir jetzt was zu Fuß. Guten Morgen. Wir sind heute noch in Cocoa Beach, gerade hier noch in unserem Airbnb. Wir haben hier eine ganz, ganz nette Familie gefunden, also ein älteres Ehepaar, bei denen wir hier wohnen. Und die sind wirklich so lieb, wir können hier unsere Wäsche waschen und die haben gestern Abend für uns Essen gekocht und heute Morgen auch wieder Frühstück gemacht. Also die sind richtig, richtig herzlich und lieb und das ist voll cool. Und ja, gestern war leider nicht so gutes Wetter. Das war irgendwie ein Tsunami-Ausläufer über Panama, der hier so ein bisschen für Regen gesorgt hat. Und deswegen hat es eigentlich gestern den ganzen Tag geregnet nur. Und heute ist aber super Wetter und wir wollen heute auch nochmal an den Strand Playa Hermosa fahren. Der ist hier ganz in der Nähe von Cocoa Beach. Und ja, genau, machen heute mal einen Strandtag und morgen geht's dann weiter. Wir haben auch heute schon eine Kaffeetour geplant für die nächsten Tage und ja, da freuen wir uns auch richtig drauf. Wir waren vorhin am Playa Hermosa, da war es sehr schön, da haben wir auch ein bisschen gebadet und geschlafen und jetzt sind wir da hat sogar die Sonne geschienen. Genau, jetzt sind wir am Playa Ocotal und hier regnet es jetzt leider. Ja. Naja, Regenzeit halt.